Herzlich willkommen noch einmal im Unistadion in Regensburg. Wir freuen uns auf die Sparkassengala 2014 und es könnte ja eigentlich gar nicht besser sein. Wir haben 28 Grad, wir haben Rückenwindgarantie, wir haben Coolio hier, unser Maskottchen von der EM und natürlich auch perfekte Starterfelder für die einzelnen Disziplinen. Also alles perfekt bereitet für ein Leichtathletikfest hier in Regensburg. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf den Rückenwind einzugehen. Wir haben tatsächlich Rückenwindgarantie. Wer das gelesen hat im Internet, hat sich gedacht, ja, wie sollen die das mit Rückenwindgarantie hinbekommen? Ganz einfach, wir haben es umgedreht. Zumindest für die 100 Meter können wir also auch ausnahmsweise mal gegen die Fahrtrichtung sprinten. Und die aktuellen Windbedingungen wären das auch so. Wir werden uns das nachher dann nochmal genauer anschauen. So, und jetzt habe ich hier vier ganz besondere Gäste neben mir, ohne die diese Sparkassengala gar nicht möglich wäre. Coolio jetzt mal ausgenommen, der kann, glaube ich, nicht sprechen, aber ist schön, dass du da bist. Und ein dicker Knutscher. Also wir stimmen uns auf Zürich schon mal ein auf die EM, wollen aber erstmal Dankeschön sagen an Franz Xaver Lindl, den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Regensburg, für 9 Jahre inzwischen Unterstützung bei dieser Gala und darüber hinaus. Jetzt weiß ich oder wurde mir zugetragen, dass Sie heute eine Athletin ganz besonders anfeuern werden. Warum? Ja, liebe Sportsfreunde hier, ich freue mich, dass wir zum 9. Mal bei bestem Wetter heute hier diese Leichtathletik-Gala feiern gemeinsam. Und Sie haben mich gefragt, wen ich besonders anfeuere. Das wird die Corina Harrer sein. Sie ist bei uns seit letztem Jahr Azubine, macht einen hervorragenden Job bei uns und kriegt Arbeit und Spitzensport in sehr guter Weise unter einen Hut. Vielen Dank auch dafür für die Unterstützung, weil es ist nicht immer ganz einfach als Athletin, sich in der Berufswelt dann wirklich Fuß zu fassen. Und umso besser, dass sie da jetzt auch eine Heimat gefunden hat. Vielen Dank auch dafür. Wir freuen uns, dass Sie auch dieses Jahr dabei sind und hoffentlich noch viele weitere Jahre. Dann haben wir eine Premiere zu feiern. Ich darf erstmal gratulieren zur Wahl der Landrätin Tanja Schweiger. Herzlich willkommen. Und die Premiere ist folgende. Sie sind die erste Landrätin, die wir von der Leichtathletik überzeugen konnten. Sie sind die erste, die wir zu einer unserer Veranstaltungen einladen durften. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, bin gerne das gekommen. Das freut uns ganz besonders. Und das hat definitiv einen Applaus verdient. Was fasziniert Sie denn an der Leichtathletik? Naja, meine eigene Schulzeit ist zwar schon sehr lange zurück, aber auch da habe ich gerne Leichtathletik gemacht. Das Liebste war mir immer so der Hochsprung. Ich bin aber auch deswegen heute gerne gekommen, weil ich mit meiner Anwesenheit auch eine gewisse Wertschätzung zum Ausdruck bringen möchte, dass vor Ort bei uns in unserem Universitätsstadion einfach dieser Spitzensport geboten wird, dass man hier diese Veranstaltung organisiert. Und wenn ich noch so eine kleine Anekdote sagen darf, ich bin ja bis vor kurzem noch Landtagsabgeordnete gewesen und mein Kollege Günther Felbinger macht seit Jahren und Jahrzehnten Leichtathletik, der ist jetzt auch noch im Zug, der kommt in der nächsten Viertelstunde, der hat dann gesagt, kurz nach deinem Antritt ist die Sparkassengala in Regensburg und du musst da unbedingt hingehen als ehemaliges Mitglied im Landessportbeirat und als Landrätin und das ist ein Pflichttermin und heute ist es soweit und deswegen bin ich einfach aus mehreren Gründen heute gerne gekommen. Ich freue mich, dabei zu sein und ich möchte wirklich nochmal sagen, Hut ab vor allen Organisatoren und vor allen Sportlern, die natürlich kommen, weil so ein Event bringt ja nur was, wenn auch dementsprechende Sportler hier sind, dass sie einfach Regensburg auch zu diesem Spitzensport-Event und sie zu dieser, ja, zu diesem Meeting heute machen, wie es ist. Und ich sage Ihnen eins und verspreche Ihnen eins, wenn Sie das heute gesehen haben, kommen Sie auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder. Da sehr freuen gerne, wir uns jetzt schon drauf. Vielen Dank, Frau Schweiger. Dann freue ich mich ganz besonders neben mir nicht mehr den Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn als Bürgermeister angekündigt habe, der Stadt Regensburg, unser treuerster Besucher wahrscheinlich, sondern inzwischen als Oberbürgermeister ihn begrüßen zu dürfen, Joachim Wollbergs. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass so viele jetzt schon da sind. Herzlich willkommen in Regensburg bei dieser tollen Leichtathletik-Gala. So schaut's aus. Ich habe heute Morgen ein Interview gelesen in der Mittelbayerischen. Da steht drin, quasi Wortlaut, Sport zur Chefsache machen als Oberbürgermeister. Warum zur Chefsache und was bedeutet das für den Leichtathletikstandort Regensburg? Na, das ist relativ leicht erklärt. Das hat im Wesentlichen mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich habe früher selber leistungsmäßig Leichtathletik und Schwimmen gemacht. Leichtathletik, die Kurz- und die Mittelstrecke. Leichtathletik gehört für mich mit zu den Königssportarten überhaupt und deshalb bin ich auch ein begeisterter Besucher der Leichtathletik-Gala und wir haben in Regensburg mit der LG Telis Finanz und
mit so Sportlerinnen und Sportlern wie der Corinna Harrer, aber auch vielen anderen einfach ein Riesenpotenzial. Und wir müssen uns im Spitzensport darauf konzentrieren, wo wir Potenziale haben, und die müssen wir ausbauen. Und deshalb wird das Thema Sport in Regensburg Chefsache sein. Also das wird beim Oberbürgermeister sein. Und natürlich will ich im Bereich der Leichtathletik einen besonderen Fokus legen. Wir müssen endlich mit der Leichtathletikhalle vorankommen. Wir haben jetzt einen Standort. Wir sind in engen Verhandlungen. Das muss jetzt richtig schnell gehen. Ich will gemeinsam mit der Universität und mit dem Freistaat aus diesem Stadion mehr machen. Wir brauchen statt 6 Bahnen 8 Bahnen. Wir brauchen eine zusätzliche Tribünensituation. Wir sind im Bereich der Leichtathletik gut und deshalb müssen wir da mehr Potenzial heben. Vielleicht darf ich abschließend mich noch sehr, sehr herzlich bedanken, weil wir sind ja als Gäste hier und können das genießen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die hier ehrenamtlich unterwegs sind und dieses tolle Event auf die Beine stellen. Und ich will eine Gruppe besonders hervorheben. Das sind die ganz Kleinen, die heute unterwegs sind. Ja, die sind mit einem Sparkassen-T-Shirt ausgestattet, mit einem Helfer-T-Shirt. Die kümmern sich um die Sportlerinnen und Sportler. Und dieses Helfer-T-Shirt werden ab der nächsten Woche Sparkassen-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhaben. Nicht in dieser Größe, sondern etwas größer. Und werden dann selber auch als Helfer im Einsatz sein. Ich sage das aus 2 Gründen. Erstens will ich deutlich machen, bin der Sparkasse und allen Sponsoren, insbesondere auch der Telis Finanz, von Herzen dankbar, dass sie Leichtathletik unterstützen. Das ist, weiß Gott, nicht selbstverständlich. Das ist die 2. Veranstaltung nur heute, die ich eröffne, die von der Sparkasse unterstützt wird, die Tage alter Musik, heute früh und jetzt hier das. Und für die Telis Finanz gilt das analog. Und den ganzen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern danke ich von Herzen. Vielen Dank, dass wir in Regensburg dieses tolle Sportereignis genießen dürfen. Machen Sie es gut und jetzt noch einen schönen Nachmittag. Herzlichen Dank. Es gibt auch gleich noch Blumen aus den Händen des Präsidenten Norbert Lieske, Präsident der LG Telis Finanz Regensburg, für die Wahl nochmal als nachträglichen Glückwunsch und natürlich auch als Dankeschön, dass Sie da sind. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt loslegen. Dann geht's jetzt auf die Bahn und im Livestream begleitet für Sie das Ganze Matthias Riedel. Und hier im Stadion, die Stimmen kennen Sie auch schon und die wissen sowieso immer alles besser. Dementsprechend übergebe ich jetzt an die Jungs, an Dirk Bartolomi und an Gregor Winkler. Viel Spaß bei der Sparkassengala 2014.